Sakrales Zentrum des Binnenchores ist der gewaltige Hochaltar. Mit einer Breite von über 4,5 Metern und einer Tiefe von über 2 Metern ist er eine der größten Altarmensen der Christenheit. Geprägt wird der wohl vor 1322 entstandene Altar durch den Schwarz-Weiß-Kontrast der verwendeten Steine. Die Mensa ist aus schwarzem Kalkstein verkleidet, der in der Gegend von Dinant in Belgien gebrochen wurde. Die davorstehenden Maßwerkarkaden und Skulpturen bestehen aus weißem Carrara-Marmor. Obwohl der Hochaltar dem heiligen Petrus geweiht ist, stellt das Bildprogramm die Gottesmutter in den Mittelpunkt. Auf allen 4 Seiten wird eine Mittelszene aus dem Marienleben von 12 bzw. 4 Standfiguren flankiert. Auf der Vorderseite ist die Krönung Mariens zur Himmelskönigin dargestellt. Neben Christus thront sie auf einer Thronbank. Christus hält mit seiner Rechten die Krone auf ihr Haupt, in seiner Linken ruht die Weltenkugel. Seitlich stehen die 12 Apostel. Einige sind deutlich an ihren Attributen zu erkennen. Petrus, bekrönt mit der päpstlichen Tiara, hat die Himmelsschlüssel in den Händen. Johannes trägt ein Ölfass in Erinnerung an die Legende, dass er in siedendem Öl gemartert werden sollte, das heiße Öl ihm aber nichts anhaben konnte. Andreas hält das Andreaskreuz. Der pilgerheilige Jakobus hat eine Jakobsmuschel als Mantelschließe. Die Hauptszenen der 3 anderen Altarseiten stellen die Verkündigung an Maria durch den Erzengel Gabriel, die Darbringung Christi im Tempel und die Anbetung der heiligen 3 Könige dar. In frühen Dombeschreibungen wird aber insbesondere der 25 cm dicken Altarplatte aus schwarzem Kalkstein höchste Bewunderung entgegengebracht. Konnte man sich doch sicher nicht vorstellen, wie man einen solch gewaltigen Stein, der größte im Dom überhaupt verbaute Stein, von der Maas nach Köln transportieren konnte.